Hallo Leute, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wie ich im letzten Video schon angedeutet habe, gab es einige, die mich angesprochen haben, ob wir nicht mal Spaghetti Carbonara auf diesem Kanal machen könnten. Und ich habe mir überlegt, wir werden heute sowas Ähnliches machen. Ich persönlich traue meinen Zuschauern zu, dass sie in der Lage sind, fertige Spaghetti zu nehmen, die in heißes Wasser zu schmeißen, so lange kochen zu lassen, bis sie dann al dente sind und dann diese zu verwenden für Spaghetti Carbonara. Aus diesem Grund habe ich mir überlegt, es ist zwar etwas ungewöhnlich, aber man könnte etwas anders damit machen und bin zu dem Entschluss kommen, dass wir noch nie auf dem Kanal Gnocchi selber gemacht haben und daher machen wir heute Gnocchi al Carbonara. Viele Deutsche verstehen unter Spaghetti Carbonara etwas mit Sahnesoße, wo man dann vielleicht noch mit Schinken oder sowas was macht. Die original italienische Spaghetti Carbonara wird eigentlich gemacht ohne irgendeine Sahne und das werden wir heute auch probieren. Bei der originalen Carbonara Soße wird entweder empfohlen Pancetta oder Guanciale zu verwenden. Achtung, Achtung! Allora, es tut uns leid. Unser Moderator ist nicht in der Lage, richtig Italienisch zu sprechen. Wir entschuldigen uns bei allen Italienern und Italienisch sprechenden Zuschauern. Bitte entschuldigen Sie. Wir werden uns bemühen, dem Moderator Italienisch beizubringen. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Der Unterschied an dem Fleisch ist folgender. Pancetta ist im Prinzip gerollter Schweinebauch und Guanciale ist nichts anderes als Schweinebacken. Das ist eine sehr fette Angelegenheit, wird auch dementsprechend geräuchert, das heißt es hat einen gewissen Räuchergeschmack drin. Auch beim Zubereiten ist da ein Unterschied, weil Sie müssen Guanciale muss gedünstet werden. Wenn wir das anbraten tun, wie wir nachher der Pancetta anbraten, kann ich mir vorstellen, könnte das eine richtig zähe Angelegenheit werden. So, mehr möchte ich euch gar nicht zur Einleitung sagen. Wir werden anfangen mit den Gnocchi selber machen und werden dann weitermachen mit der Carbonara. Wünsche euch viel Spaß. Für unsere Gnocchi benötigen wir 350 Gramm mehlig kochende Kartoffeln. Diese bitte vorher abkochen, ca. 20 Minuten, und schälen, dass wir sie so verwenden können. Dann benötigen wir dazu 3 Esslöffel Mehl, 3 Esslöffel Hartweizengrieß, ein Eigelb, etwas Muskatnuss und etwas Salz. Zuerst müsst ihr jetzt die Kartoffeln durch eine Kartoffelpresse drücken. Nachdem ihr die Kartoffeln jetzt durchgedrückt habt, gebt ihr jetzt das Mehl, den Grieß und das Eigelb hinzu. Jetzt knetet ihr das Ganze so lange, bis ihr einen richtigen Teig erhaltet. Wenn ihr den Teig jetzt gut durchgeknetet habt, gebt ihr jetzt eine Prise Salz und eine Prise Muskatnuss dazu und knetet das Ganze noch einmal durch. Jetzt nehmt ihr eine Unterlage, gebt dort etwas Mehl drauf, dann nehmt ihr euren Teig und versucht diesen auszurollen. So. Zwei Teile draus. So. Jetzt nehmt ihr einen großen Teller. Schneidet
die Gnocchi ungefähr in diese Größe. Formt sie dann ein bisschen. Und obligatorisch drückt er sie dann mit der Gabel einmal ein. Auf der anderen Seite auch. Und legt sie dann auf den Teller. Hallo. Aufschneiden. Formen. Drücken auf Teller. Das Ganze sieht dann so ungefähr aus. Jetzt braucht ihr einen Topf mit kochendem Wasser. Hier rein gebt ihr nun eure Gnocchi-Teilchen. Laut Rezept benötigen die Gnocchi 4 Minuten, bis sie fertig sind. Aber auch hier gilt die Faustregel, dass zuerst die Gnocchi unter Wasser gehen und sobald sie an der Oberfläche schwimmen, sind sie fertig. Jetzt könnt ihr die Gnocchi herausfischen. Okay, ich habe schon Gnocchis gemacht, die besser nach Gnocchi ausgesehen haben. Dafür müsst ihr auf meine Instagram-Seite gehen. Aber wie ihr seht, es geht relativ schnell und einfach, wie man Gnocchis selber machen kann. So, und nachdem wir jetzt die Gnocchi gemacht haben, würde ich sagen, steigen wir jetzt gleich ein in das nächste. Das heißt, wir machen jetzt die Carbonara-Soße. Pro Person benötigen wir eine halbe Tasse mit klein geschnittenem Pancetta. Also ich habe ihn hier noch in der Scheibe, damit ihr ihn seht, wie er ausgesehen hat am Anfang. Aber ihr müsst ihn dann auch in kleine Würfel schneiden. Dann braucht ihr pro Person eine Vierteltasse mit geriebenem Käse. Und zwar, wenn ihr das Original machen wollt, dann braucht ihr Pecorino Romano und Parmesankäse und den gemischt und davon eine Vierteltasse bitte. Dann braucht ihr noch ein Ei, eine Knoblauchzehe und etwas Olivenöl. Und zum Würzen, auch in einem italienischen Gericht, etwas Salz und etwas Pfeffer. Als erstes müsst ihr nun den Käse und das Ei in eine Schüssel geben und aufschlagen. Dazu immer etwas Salz und viel gemahlenen Pfeffer hinzugeben. Das Ganze vermische ich, welch Wunder, wieder mit meinem Zauberstab. Wichtig dabei ist, dass das Gemisch von Ei und Käse nicht zu flüssig ist. Also wenn euch das zu flüssig ist und es ist nicht etwas zäh, ja, dann müsst ihr noch ein bisschen von eurer Käsemischung hinzugeben, so lange, bis das Ganze richtig breiig, richtig zäh ist. So, ihr nehmt einen tiefen Teller, schiebt den in den Backofen und tut den Teller leicht vorwärmen. Dann nehmt ihr eine Pfanne, erhitzt diese auf mittlerer Stufe, gebt dann das Olivenöl hinzu und den Knoblauch. Der Knoblauch wird nur als Geschmacksträger eingesetzt. Die Knoblauchzehen sollen nach dem Anbraten des Pancetta herausgenommen werden. Dann den Pancetta hinzugeben und die Würfelchen kross anbraten. Nachdem die Pancetta kross angebraten ist, entfernt ihr eure Knoblauchzehe und geht dann her
und gebt dann eure Spaghetti oder in unserem Fall jetzt unsere Gnocchi hinzu. Nachdem jetzt alles heiß und kross ist, geht ihr zum Backofen, holt euch euren vorgewärmten Teller. Auf diesen Teller gebt ihr dann das, was ihr im Moment in der Pfanne habt. Und dann müsst ihr recht schnell die Ei-Käsesoße über das Ganze leeren. Die Soße darf nie die Pfanne berühren, da es sonst zum Rührei wird. Das Anrichten muss sehr zügig gehen. Darum habe ich den Teller warm gemacht im Backofen, habe dann eine Schicht gemacht mit Pancetta und Gnocchi, habe dann die Käse-Eissoße darüber geleert und habe dann nochmal eine Schicht Gnocchi darauf gebaut mit der Begründung, dass es jetzt im Inneren noch nachgaren kann. Im original italienischen Rezept steht, dass man die Eier nie mit der Pfanne in Verbindung bringen darf, da sonst Rühreier entstehen, was nicht passieren soll. Darum muss das alles relativ zügig gehen beim Anrichten. Und so sieht das Ganze aus, wenn es fertig ist. Ich wünsche euch einen guten Appetit. So Leute, das war's schon wieder. Wir haben heute Spaghetti Carbonara alla Gnocchi gemacht. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Wenn es euch nicht gefallen hat, gebt trotzdem einen Daumen nach oben. Wenn es euch gefallen hat, gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Schreibt eure Kommentare oder was wir hier mal kochen sollten unten in die Kommentare bitte rein. Und wenn ihr den Kanal abonnieren würdet, wäre ich euch auch nicht sehr böse. Im Gegenteil, ich würde mich freuen. Ansonsten freue ich mich auf nächsten Montag, 13 Uhr, wenn das neue Video kommt. Ich hoffe, ihr seid dabei. Eine schöne Woche noch. Tschaußen.